Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Unboxing. Und zwar habe ich bei Kevco Designs ein bisschen was gekauft. Ja. Und das würde ich euch gerne zeigen. Ihr wisst, ich habe euch schon, ich glaube zweimal, waren das zwei Videos? Ich weiß es nicht. Schiffchen vorgestellt. In verschiedenen Größen. Ja, die Magnetschiffchen. Und auch die Stifte benutze ich immer noch. Und ich dachte mir, komm, die kleinen Schiffchen sind so toll. Ich brauche auch verschiedene Farben. Je nachdem, was für ein Bild ich mache, muss immer dieses Schiffchen farblich dazu passen. Und da wechsle ich sehr, sehr gerne ab. Und ich dachte mir, dann kommt noch ein Tool dazu und das zeige ich euch gleich. Ich habe hier schon mal geöffnet. Und da wird mein Mann im Hintergrund wach. So, wieder sehr schön verpackt und gepolstert. Wir holen das Ganze mal raus. So. Als erstes sind hier kleine Goodies mit bei. Und zwar Metallic-Steine in eckig. Metallic oder Strass. Je nachdem. Ich glaube, das sind Strass, ne? Ja. Und hier ist das, was ich mir besorgt hatte. Wir gucken einfach mal rein. So. Als erstes, was hier auffällt, eine Schiffchengarage, ein Schiffchenständer. Und zwar passen da 5 Schiffchen rein von diesen kleinen Schiffchen. Ich habe hier schon auch 2 Stück. Die tue ich mal da rein. Passend zu meinem Regenbogenschiff. Die Regenbogenfarbe. Richtig toll. Ich lieb's. Packe ich mir meine 2, die ich schon habe, rein. Ich nutze ja am meisten im Moment die kleinen Schiffchen. Von daher ist das hier perfekt. Und hier ist das erste Schiffchen. In lila, blau, rosa. Ich habe, glaube ich, lila und rosa gesagt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Und dieses Schiffchen hier glänzt sogar. So ein richtig schöner Glanz, ne? Hat so einen seidigen Effekt. Ich glaube, das ist so eine Seidigfarbe, Seidenfarbe. Ich bin mir jetzt gerade, ich kenne mich damit nicht aus. Der Stöpsel, passend zum Schiffchen. Und wieder mit Magnet. So. Total toll. Ich liebe diese Schiffchen, weil die Steine darin echt gut liegen. Ich habe ja so viele Schiffchen. Ich habe eine Riesenkiste voll. Ich sortiere jetzt auch aus, weil ich nur noch diese hier nutze. Also absolut top. Dieses schöne schimmernde Rosa. Genial. Dann haben wir hier noch ein pastelliges Rosa und ein pastelliges Babyblau. Das hier ist matt und das hier ist schimmernd. Finde ich total gut. Guckt euch das mal an, den Kontrast. Ja, da fehlt mir eigentlich nur noch eins, dann ist das voll, ne? Guckt euch das mal an, wie toll das ist. Oh, I love it. I love it. Ich werde natürlich auch den Schütteltest gleich machen. Den füge ich euch dann direkt mit dabei. Also Wahnsinn. Ich habe mir schon gedacht, dass diese Farbkombi gut aussehen wird. Aber das übertrifft alles. Ihr könnt natürlich auch die Stöpsel untereinander tauschen. Ne? Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Wie ihr euch wohlfühlt. Ich habe hier sogar einen rosanen Stöpsel. Der passt da auch ganz gut zu. Ne? Also könnt ihr euch austoben. Ihr könnt zum Beispiel auch einen babyblauen Stöpsel dann hier bei lila einfügen. Ja, der passt auch super dazu, ne? Oder hier bei dem rosanen Schiffchen könnt ihr den blauen Stöpsel dann einfügen. Könnt ihr untereinander wechseln, tauschen, machen, tun. Auch die Deckel könnt ihr untereinander tauschen. Tobt euch da einfach aus, wie ihr Bock habt, ne? Also absolut Empfehlung. Ich werde jetzt so lange
die Stifte sogar hier vorne rein tun, die ich nutze. Passt auch, ne? Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Also wenn ihr solche Schiffchenständer und solche Schiffchen gerne hättet, meldet euch gerne in den Links, die unten in der Videobeschreibung sind. Da könnt ihr bestellen, wie ihr möchtet. Das alles ist selbst gekauft, so wie ich es wollte. Und ich würde sagen, mit diesen Bildern verabschiede ich mich. Ich mache jetzt gleich noch den Schütteltest. Und dann könnt ihr euch austoben. Ja? Wenn ihr die Schiffchen gut findet, meldet euch bei Kevco Design. Und ja, auch die Stifte. Ne? Also in den Designs absolutes Favoritenteil. Ja? Also ich painte nur noch mit diesen Stiften. Die anderen Stifte sind in der Riesenkiste. Da muss ich auch wieder aussortieren. Ach ja, und genau. Diese Stiftehalter gibt es auch dort. Die könnt ihr natürlich mit mehreren Fächern nehmen. Ihr müsst jetzt nicht nur 5 oder ihr könnt auch, glaube ich, einen 10er oder nebeneinander stellen. Die passen ineinander rein. Ist auch total toll, ne? Also, ja. Bin Riesenfan von 3D-Druck. Riesenfan. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Painten. Und dann gucken wir mal auf den Schütteltest. So, für den Schütteltest gehe ich mal näher ran. Und wir testen als erstes natürlich dieses Schiffchen. So. Wir haben ja auch wieder diesen Washi-Tape-Rand, nennt man ja so schön, ne? Wo dann die Steine hinfallen, die man gerade nicht nutzt. So. Wenn die Kamera mal stillhält. Guckt euch das an, wie gut die Steine sitzen. Warte, ich muss mal hier. So. Mach mal Licht hier. Schon besser. Guckt euch das an. Wahnsinn. Die liegen in Reih und Glied. Traumhaft. Dann testen wir auch mal das Umschütten. In den Pott zurück. Und zwar mache ich das immer so, ich mache den Deckel drauf und dann ohne Trichter. Ich habe zwar einen, aber es geht ohne, komplett. Dann testen wir jetzt auch mal den anderen. So. Samtseitig schütteln, wie bei jedem Schiffchen, und nach hinten kippen. So, besser geht's nicht. Ja, Wahnsinn. Guckt euch das an. Damit wird's richtig Spaß machen. Ich freue mich. Und ich würde sagen, guckt unten die Links. Ihr kommt dort auf den TikTok-Account, auf den Instagram-Account. Ja, absolut traumhaft. Das sind meine Schiffchen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, welches ihr am schönsten fandet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!